CSU-Chef Huber, treten Sie zurück. Liebe Leute, ich fordere hier den derzeit amtierenden Vorsitzenden der CSU, Herrn Huber, auf, von allen seinen Ämtern zurückzutreten, um endlich ein sauberes politisches Klima in Bayern und auch in Deutschland zu schaffen. Der CSU-Chef Huber ist mitverantwortlich in vollem Umfang für das Desaster und die Milliardenverluste bei der Bayerischen Landesbank. Erst wurde das Volk belogen, regelrecht und vorsätzlich belogen, die Spekulationsverluste der Bayerischen Landesbank lägen bei angeblich nur einer Milliarde Euro. Schon damals habe ich laut herausposent, dass dies nur ein Märchen sein kann und die Bayerische Landesbank noch ein paar weitere Leichen im Keller hat, die nur scheibchenweise an die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Und nun kam es ja vorige Woche raus, die Verluste der Bayerischen Landesbank sind nicht eine Milliarde, sondern inzwischen das Vierfache, nämlich fast 4 Milliarden. Und auch das ist nicht die ganze Wahrheit. Man wollte dem Bürger erstmal nicht mehr zumuten mit diesen Milliardenverlusten. Ich sage Ihnen, die Verluste der Bayerischen Landesbank liegen in Wahrheit bei mindestens 6 Milliarden Euro, wenn nicht sogar noch mehr. Es wird gelogen und betrogen, weil man nicht weiß, wie man dem Bürger diese Unsummen erklären kann. Aber der heutige CSU-Chef Huber war zu Zeiten, als diese Verluste gemacht wurden, Aufsichtsratsmitglied der Bayerischen Landesbank und als bayerischer Finanzminister für die Bank auch noch verantwortlich. Man muss sich fragen, was in Deutschland und Bayern eigentlich für eine politische Moral herrscht. Huber hätte niemals mehr CSU-Chef werden dürfen, sondern gleich zur Verantwortung gezogen werden müssen. Und so ein Unfug, man habe von den riskanten Milliardenpokergeschäften nichts gewusst. Ich will Ihnen mal was sagen. In den USA, in der ja die Krise durch kriminelle Spekulanten seinen Anfang genommen hat, gelten die Deutschen als Dummköpfe, denen man diese faulen Immobilien andrehen kann. Und genauso ist es ja gekommen, fast alle deutschen Landesbanken der Bundesländer haben sich diese faulen Milliardenkredite an zahlungsunfähige Schuldner andrehen lassen und bleiben jetzt auf den Milliardenverlusten sitzen. Noch vor 20 Jahren wären dafür die Verantwortlichen dieser deutschen Landesbanken ins Gefängnis gegangen, aber dieses Deutschland ist inzwischen so etwas von korrupt und vergleichbar mit einer Bananenrepublik. Der kleine Bürger, der von Hartz IV leben muss und manchmal nicht mehr weiß, wie er und seine Familie und seine Kinder über die Runden kommen sollen, versteht das schon gar nicht mehr. Und die politische Moral erfordert es, dass man die Verantwortung übernimmt und zurücktritt. Ich, Dr. D. Selzamp-Genzi, bin selbst seit 1962, also schon seit 46 Jahren, Mitglied der CDU und habe früher auch viel Parteiarbeit geleistet. Konrad Adenauer, und auch Franz Josef Strauß, mit dem ich früher sogar zusammengearbeitet hatte, würden sich im Grabe herumdrehen, wenn er wüsste, was aus seiner Partei geworden ist. Seit dem Abgang von Helmut Kohl, für mich einer der größten Politiker des 20. Jahrhunderts, geht es mit der Partei regelrecht rapide bergab. Eine Bundeskanzlerin, wo man nicht weiß, ob es sich dabei um die Sekretärin oder die Vorsitzende eines Taubenzüchtervereins handelt, aber auch eine Opposition in Form der SPD, die regelrecht zur Lachnummer mutiert. Da kann man nur noch den ehemaligen Preußenkönig, den alten Fritz, zitieren, der mal gesagt haben soll: "Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um meinen Schlaf gebracht." Und wie korrupt dieses Land ist, diese Landesbankgefährs, in dem sich die dummen Deutschen die miesen Milliardenkredite von pfiffigen Amerikanern haben aufschwatzen lassen, verteilen sich bundesweit, auch in Sachsen. Und in Sachsen muss ja jetzt endlich der dortige Ministerpräsident seinen Hut nehmen, aber nur, weil Rautz gekommen ist, der hat sich spekulativ sogar selbst bereichert. Aber sehen Sie, mein australischer Landsmann, Herr M.C.K., der in Sachsen Justizminister ist, hat mir noch vor einem Jahr gesagt, er und sein Innenminister B. müssten wohl in den nächsten Tagen aufgrund der dort aufgedeckten Sachsen-Sumpf-Rotlicht- und Kinderporno-Affäre zurücktreten, weil sie die Verantwortung als Minister dafür übernehmen müssten.
Die Sachsen-Sumpfeffere ist inzwischen heruntergespielt worden und die beiden sind immer noch im Amt und werden wohl erst jetzt weggeschasst, weil der neue, kein Westimport sondern Sachse, eine Generalbereinigung versprochen hat. Und glauben Sie mir, in Sachsen-Bayerischer Landesbank ist die ganze Wahrheit noch lange nicht auf dem Tisch. Die haben noch weitere Leichen im Keller, die man nur scheibchenweise dem Bürger vorzeigen kann, damit der Bürger nicht auf die Barrikaden geht. Herr CSU-Vorsitzender Huber und Finanzminister, ich fordere Sie auf, treten Sie zurück und übernehmen Sie endlich die Verantwortung, wie es sich für einen seriösen Politiker gehören würde. Dr. D. Seltsam kennt Sie.